Guten Morgen, liebe Freunde. Hier ist der Ralf vom YouTube-Kanal Unterwegs mit Ralf. Und wir besuchen heute den Wildpark Johannesmühle. Der Wildpark Johannesmühle ist hier in der Nähe von Baruth. Ja. Wir fahren da so ein, zwei Mal im Jahr hin. Also ich bin heute allein hier, das macht aber nichts. Ich werde trotzdem Spaß haben und ich hoffe, ihr auch. Unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald, ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Ja, das Schöne ist, ich bin relativ früh da, ist noch sehr leer. Ja, wenn ja noch ein paar Zuschauer kommen, ich werde die Gelegenheit nutzen. Jetzt kann ich noch mal in Ruhe was sprechen auf die Kamera und euch was zeigen, ohne dass noch weitere Besucher im Weg sind. Hier sind wir schon mal bei den Lamas. Ja, eben haben sie noch neugierig geguckt. Jetzt haben sie kein Interesse mehr an mir. Naja. Hallo? Ja, im Anschluss befindet sich hier gleich der Streichelzoo. Also wenn ihr mit Kindern hier seid, ja, können die jede Menge Spaß haben. Es gibt hier vorne auch einen relativ großen Spielplatz. Ja, da ist jetzt neu für mich. Wir haben für die Ziegen jetzt ein extra Gehege gemacht. Ja. Und da hat sich auch der V eingeschlichen. Und ich lese gerade, das sind Thüringer Waldziegen. Okay, ich bin ja eigentlich gebürtiger Thüringer, aber die kenne ich nicht. Wer guckt hier? Na, für mich ist das relativ schwierig zu erkennen, aber wir schauen einfach mal nach. Okay. Das hätte ich nicht erkannt. Und das hätte ich auch nicht erkannt. So, ihr werdet das nicht gesehen haben, aber wir haben gerade einen Grünspecht verscheucht. Er sitzt da drüben in irgendeiner Birke jetzt. Ich gucke mal, ob ich ihn finden kann. Nein, heute nicht. Na gut. Ja, von dem Flugzeuglärm lassen wir es mal nicht stören. Ah, hier war mal so eine Art Arboretum, also eine Art Baumschule. Die Wege haben sie schön neu gemacht. Aber ich glaube, so ganz... Die Funktion wird es wohl nicht mehr erfüllen, denn hier haben wir noch ein Schild. Ja, Blaufichte. Aber ich meine, ich kenne mich mit Bäumen nicht besonders gut aus. Aber eine Fichte ist hier nicht. Das, was wir hier sehen, ist ein Bergahorn. Ja, und nicht ein einziger Nadelbaum. Aber das macht nichts. Ja, hier ist ja ständig Umgestaltung. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal neu gemacht. Ja, hier nützliche Informationen zum Baum. Der Kleinflieger hier über uns, der nervt schon die ganze Zeit. Weiß nicht, welche Runden der dreht und wo er hin will. Das ist eine gemeine Lerche. Ja, würde ich auch so sehen.
Ja, es kommt was Gemeines. Ich schaue mir mal an, wo meine Bratwurst nachher herkommt. Was ich natürlich sehr schön finde, ist, dass wir diese riesengroße Wiese jetzt für Insekten angelegt haben. Hier standen früher mal die Urs drauf. Die stehen jetzt etwas weiter rechts auf einer eigenen Wiese. Ja, schön gemacht. Da können die Kinder sich ausprobieren. Und auch die Erwachsenen. Ich werde es nicht machen. Gucken wir mal, wer am weitesten springt. Der Rothirsch. 11 Meter. Uiuiui. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, da ist schon das Hinweisschild. Wir sind auf dem Weg in die Falknerei, denn pünktlich 11 Uhr beginnt hier die Flugvorführung. Große Bitte an euch, wenn mal so ein Vogel nach uns zu euch hinkommt, und da wird eine hinkommen, bitte nicht streicheln, nicht anpassen, den Flug nicht fangen, nicht einstecken und nicht mit nach Hause nehmen. Viel Flugverführung war heute leider nicht, da die Vögel fast alle wieder mal in der Mauser waren. Ja, und ich werde euch jetzt aber mal ein paar schöne Bilder davon zeigen, die ich gemacht habe. Eule aber mit einem großen Nachteil, weil wenn länger regnet, verschweigt die Eule bis zur Flugunfähigkeit und Flugunfähigkeit bedeutet Jagdunfähigkeit. Unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald, ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Komm und reise mit Ralf. Und hier ein ganz, ganz süßer Steinkauz. Er versucht sich dann zu verstecken, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Und hier schaut mich mit ganz großen Augen ein junger Habicht an. Nach der wirklich langen Vorführung der Greifvögel, war ja keine Flugshow, war ja eher eine Vorführung, weil sie ja alle in der Mauser sind, ihr habt sie gehört. Da gehen wir jetzt endlich mal die große Runde im Park. Im Grauwolfsgehege befindet sich derzeit leider nur ein einziger Wolf.
Ja, wäre schön, wenn die Station funktionieren würde. Ich habe eben schon mal vorgetastet. Es ist leider nichts mehr drin. Aber das macht nichts. Ja. Vielleicht wird es ja mal wieder aufgefüllt. Ja, zur Johannesmühle selbst habe ich ja noch nichts gesagt. Aber von 1945, glaube ich, bis 1994 war die ja sozusagen fest in russischer Hand. Da haben die sowjetischen Kommandeure, ihr Wochenendquartier gehabt. Ja, und dass es eine militärische Nutzung war, sieht man hier, weil direkt vor uns sieht man noch einen Schießstand. Ja, das Gelände, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist derzeit leer. Da waren immer die Wildschweine drin. Aber seitdem die afrikanische Schweinepest so grassiert in Deutschland, werden die ja in diesen Tierparks nicht mehr gehalten. Das ist schade. Und ich weiß nicht, ob sich das auch irgendwann nochmal ändert. Hatte ja bereits erwähnt, für die Kinder wird hier einiges getan. Ja. Aber auch für die Erwachsenen, wir können gerne raten. Ja, hier. Wer kennt sich aus mit den Spuren? Ihr könnt gerne mal raten. Ich lasse euch ein bisschen Zeit und dann decke ich mal auf. Der Wolf. Okay, hätte man erkennen können. Sieht sehr ähnlich aus, einer Hundespur. Diese Spur hier, ich hätte eine Vermutung, was es ist. Ja, aber ich lasse euch erst mal raten. Oh, ich würde tippen, der Waschbär. Tada, da habe ich ausnahmsweise recht gehabt. So, das ist ein Paarhufer. Oh ja, da wird es irgendein Reh sein. Was soll es sein? Ein Mufflon, okay. Bin ich wohl doch nicht so der Spurenexperte. Aber ich muss ihn noch ein bisschen üben. Das sieht eher so ein bisschen nach einer Katze aus. Ja. Ein Fuchs. Okay, interessant. Okay, hier werde ich bestimmt völlig falsch liegen. Wenn ich das sehen würde, würde ich als erstes mal raten, ein Bär. Oh, ein Braunbär. Ja, manchmal bin ich besser als gedacht. Okay, da ich eben mit dem Reh schon mal falsch lage, versuchen wir es jetzt noch mal als Paarhufer. Ein Wildschwein. Na toll. Das gibt eine 6 Minus setzen. Ja. Ist also wirklich sehr interessant. Habe jetzt ungefähr 3 von 5 erkannt. Na gut. Ja. Zum Wildhüter reicht es noch nicht ganz. Aber schon mal nicht schlecht. Diese Sektion hier kenne ich noch gar nicht. Ich habe gerade auf dem Schild gelesen, es ist ein Gemse. Ja. Oh, schön, dass es hier noch Veränderungen gibt und dass immer was Neues dazu kommt. Das ist jetzt die Abteilung mit den Wiesenten. Ja, wir hatten ja dieses Jahr schon mal Wiesente, als wir am Finkenberg waren, in der Döberitzer Heide. Ich hoffe, ihr habt das Video alle gesehen. Wenn nicht, gerne nachholen. Schön, für Nachwuchs ist auch gesorgt. Ich muss natürlich dazu sagen, diese großen Tiere nötigen mir natürlich Respekt ab, obwohl die bestimmt sehr friedlich sind.
ist auch ein Highlight hier in der Johannesmühle, wofür die Johannesmühle bekannt ist, diese vielen freilaufenden Rehe, also Damm, Rotwild und auch Mufflons. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, bis zur Fütterung zu bleiben. Ich weiß nicht genau, wann die ist heute. Aber das ist auch immer ein Spektakel. Da fährt der Wagen vor, wird laut gebimmelt und dann läuft die ganze Herde zum Futterplatz. Ja, schön, so alles auf einen Haufen. Hier vorne Dammwild, etwas weiter hinten Rotwild und dazwischen, ich zoome mal so ein bisschen rein, da haben wir auch einen Mufflon. Tagesrationen unserer Tiere. Na, da bin ich ja froh, dass sie meine Rationen nicht angeschrieben haben. Ein Einzelgänger ist irgendwie immer dabei. Da war die Glocke. Und da strömen alle, so schnell es geht, zum Futterplatz. Ja, so viel Bewegung sonst nur beim Pennymarkt, wenn eine zweite Kasse aufgemacht wird. Da in der Ferne sehen wir schon mal einen Polarwolf. Oh, da kommt noch einer. Aber die müssen heute bestimmt ordentlich schwitzen. Ist ja fast 30 Grad. Ui, ein schönes Tier. Irgendwie habe ich das Gefühl, er denkt, er wird von mir gefüttert oder ich bin das Futter. Aber nein, tut mir leid. Das hat er wohl verstanden. Wir sind jetzt am weitläufigen Bärengehege und nebenan ist das Luchsgehege. Aber heute haben wir irgendwie Pech, vielleicht bei der Sonne haben sie sich alle verzogen. Ja, obwohl der Bär, oder besser gesagt die Bärin, die es hier noch gibt, Katja, hier so einen schönen Badeteich hat, aber der wird heute nicht genutzt. Schade, ich hätte euch gerne mal den Bär gezeigt. Das gleiche gilt leider für den Luchs auch. Ich finde ihn nicht, dem ist es bestimmt zu warm. Ja, das mit dem Bär und dem Luchs ist schade. Naja, aber dann gehen wir weiter. Die Runde haben wir jetzt ja fast komplett. Also gehen wir jetzt weiter zum Inselteich. Und danach zum Baumgarten. Aber da waren wir eigentlich schon. So, jetzt soll ich mir auch noch selber einen Schläger suchen. Na ja, toll. Sehr viel Holz liegt ja hier nicht rum. Aber wir probieren es mal aus. Ja, die ersten haben ja noch sehr schön geklungen. Aber die letzten, da war nicht mehr allzu viel mit Resonanzkörper. An diesen Resten von den Grundmauern sollte man nicht achtlos vorübergehen, denn das sind die Reste der ehemaligen Wassermühle, die dem Wildpark Johannesmühle ihren Namen gegeben hat. Und diese Wassermühle wurde 1730 gegründet.
Ja, das ist jetzt nur der Inselteich. Aber leider, ich habe gerade auf dem Schild gelesen, wird er im Moment nicht mehr bewirtschaftet, weil der Grundwasserspiegel in den letzten Jahren um 6 Meter gesunken ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wird er erstmal so belassen, wie er ist. Und irgendwann ist mal eine Umbaumaßnahme geplant. Was und wann, konnte ich nicht erkennen auf dem Schild. Ja, aber bis dahin sehe ich, geht die Verlandung hier ziemlich weit voran. Ja, ich meine, ich finde es auch nicht schlecht, wenn hier so ein bisschen Vegetation kommt. Aber ich glaube, das ist so vom Wildpark nicht geplant. Unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald, ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Ja, hier ist Loch Ness und vor uns sehen wir Nessie auf Sommerurlaub. Wer bisher noch Zweifel hatte, das ist doch eindeutig. Die Sonne brennt. Es reicht. Ich gehe jetzt mal vor und gucke, ob ich was zu trinken kriege. Aber ich glaube, dann reicht es auch für heute. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar. Und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal. Dann seht ihr noch viele schöne weitere Videos. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Unterwegs mit Reisen.